Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das hier ist der erste Teil von einem kleinen Tarotkurs, den ich hier bei YouTube gebe. Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass es im Deutschen nicht allzu viel gute Literatur über Tarot gibt. Wenn ich in meine alten Bücher hineinschaue, dann kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln und frage mich, woher ich gelernt habe, mit diesen Karten zu arbeiten. Denn aus diesen Büchern kommt dieses Wissen nicht. Ja, und von dem her gibt es hier auf YouTube einen Tarotkurs. Es sind kleine Videos, eins zu jeder Karte, und wir schauen uns die Karten gemeinsam an, schauen ein bisschen, woher die Karten kommen, schauen uns auch die Ordnung an in den verschiedenen Tarotsystemen. Die sind ja nicht alle gleich und das sorgt oft für Verwirrung. Und wir fangen an mit dem Narren. Und zwar schauen wir hauptsächlich hinein hier in den alten Tarot de Marseille. Der geht zurück auf eine Zeit wirklich im Mittelalter. So um 1500 sind schon die ersten Kartensysteme da gewesen. Wir schauen uns den Ryder Smith Weite Tarot an. Der ist bei uns einfach am weitesten verbreitet. Und natürlich in den Tarot von Crowley, der tief spirituell ist und der mir persönlich am meisten taugt. Weil ich über die ganze Zeit, in der ich mit Karten arbeite, am meisten mit diesem Tarot gearbeitet habe. Ja, und der Narr ist eine ganz besondere Karte. Die Schlüsselwörter für den Narren sind einfach Freiheit, neue Anfänge, eine neue Lebensphase, auch Unschuld, dieser kindliche Sinn für Wunder, Sorglosigkeit, Leichtigkeit, Spontanität und Offenheit, aber manchmal eben auch blindes Vertrauen, Dummheit und Naivität. Die astrologische Entsprechung des Narren liegt im Uranus, er ist dem Element Feuer zugeordnet und dem Buchstaben Aleph im Lebensbaum. Ja, und der Narr, der ist einfach jemand, der Narrenfreiheit hat, der sein Herz auf der Zunge trägt. Und der Narr an sich, auch wenn man ihn manchmal einen Dummkopf nennt oder einen Wahnsinnigen oder eben einen Narren, der Narr, der hatte in früheren Zeiten eine unglaublich wichtige Position inne. Und zwar, man sagt, der Narr trägt sein Herz auf der Zunge. Man sagt ja auch, nur Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und der Hofnarr, das war früher am königlichen Hof der einzigste, dem es erlaubt war, den König öffentlich zu kritisieren. Ne, bei anderen, also anderen war das einfach nicht gestattet, und wenn jemand seine Stimme gegen den König erhoben hätte, dann hätte man ihn womöglich wegen Hochverrat hingerichtet. Und beim Narren war das aber anders, und der Narr, der konnte den König öffentlich kritisieren, und am Ende haben alle gelacht und gesagt, ach, der Narr mal wieder. Aber er hatte deswegen eine unheimlich große Wichtigkeit, weil er der Einzige am Hof war, der Kritik üben konnte am König, der den König kritisieren konnte und ihm eben auch mal etwas sagen konnte, was der König eben nicht so gerne hören wollte. Und auch heute ist es ja immer noch so, dass so Kritik an der Regierung und öffentlichen Personen nur beschränkt geschätzt wird. Und im Karneval ist es aber wiederum anders. Im Karneval oder bei der Fastnet, wie auch immer man das nennt, da wo du bist, da gehört es ja zum guten Ton, dass auf diesen Stunksitzungen auch immer noch die Politiker so richtig aufs Korn genommen werden, dass die einmal so richtig durch den Dreck gezogen werden und dann lachen alle und dann ist wieder alles gut. Und das ist irgendwie noch so ein Überbleibsel von dem Narren, so wie er früher war. Ja, also der Narr, der war meistens eigentlich hochintelligent und auch sehr, sehr mutig in dem, was er getan und gesagt hat. Und war natürlich da, um die Leute auch zu amüsieren. Also ist natürlich auch ein Entertainer. Und der Narr ist jemand, der irgendwie immer unbeschadet durchs Leben kommt. Also das ist so ein absoluter Glückspilz, der geht unbehelligt durch Krisen. Und man könnte manchmal sagen, er ist wie so ein vollkommen Betrunkener, der die Treppe runterfällt und aufsteht und keinen Kratzer hat. Und das ist eben auch so ein
ein Glücksfaktor von dem Narr. Also diese Karte, die kann symbolisieren, dass eben, wenn du durch eine schwierige Lebenssituation gehst, in der alle anderen mitgenommen werden, ja, dass du am Ende derjenige bist, der keinen Kratzer davon getragen hat, der das Ganze einfach, ja, unbeschadet überlebt. Und diese Unbehelligkeit und Naivität, das ist einfach so diese Energie des Narren. Und damit verkörpert er auch einen Zustand, in dem einfach alles gelingt. Ja, was anderen verwehrt bleibt, der Narr, der kommt damit durch. Durch diese naive, ja, naive, unvoreingenommene Haltung. Und der Narr ist jemand, der lebt jeden Tag, als wäre es sein letzter und als gäbe es keine Vergangenheit. Ja, das heißt, er macht so das Beste aus jedem Tag, schöpft dieses Potenzial aus und er hängt nicht an der Vergangenheit. Und das ist eben das, was dem Narr seine Leichtigkeit gibt. Ja, und dann schauen wir uns den Narr im Tarot de Marseille mal genauer an. Und zwar fällt hier in diesem ganz alten Tarot erstmal auf, dass diese Karte keine Nummer trägt. Und sie ist tatsächlich in den meisten Tarot-Systemen, ist es die Null, die erste Karte in den großen Arkana, manchmal aber auch die 22. Und im Tarot de Marseille trägt diese Karte keine Nummer, weil sie Anfang und Ende ist. Also die großen Arkana, ja, beginnen eigentlich mit der Karte und enden mit der Karte oder auch der ganze Tarot endet mit der Karte. Man weiß es nicht so recht. Es ist einfach Anfang und Ende. Und so steht der Narr im Tarot de Marseille natürlich auch für Veränderungen, Neuanfänge, Unabhängigkeit, wichtige Lebensentscheidungen, die einen starken Einfluss auf unsere Zukunft haben. Und der Wunsch und das Bedürfnis nach Freiheit und Bewegung. Ja, die Karte, die steht immer für eine Reise, ein Ortswechsel, das Neue und den Wunsch nach neuem Leben. Und der Narr, der kann sowohl für gut durchdachte Entscheidungen stehen, als auch für spontane Impulsivität, mit der man eher vorsichtig umgehen sollte. Und der Narr an sich, der hat eine sehr starke Energie, die sehr positiv ist, wenn sie in die richtigen Bahnen gelenkt wird, aber eben auch destruktiv sein kann, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird. Vor allem dann, wenn es um Veränderungen von großer Tragweite geht, die nicht richtig durchdacht sind. Insofern ist einer der Schlüsselbegriffe im Tarot de Marseille für den Narren ist einfach so diese Unbedachtheit. Und was auch sehr spannend ist, dieses Wort Le Mat oder Le Ma, wie auch immer man es ausspricht, es ist eigentlich kein französisches Wort. Dieser Titel Le Mat im Tarot de Marseille, also mit mittelalterlichen Tarot, das stammt vom italienischen Wort matto. Und matto bedeutet Wahnsinniger oder Narr. Und dann schauen wir weiter in den etwas neueren Tarot von Rider-Waite-Smith und schauen uns hier mal die Symbolik an, also diese Unbedachtheit und einerseits Leichtigkeit, andererseits Leichtsinn, ja, und Leichtsinn bedeutet ja auch leichte Sinne, aber eben auch vielleicht nicht ganz so klug. Er tanzt ja hier auf einer Klippe und das ist natürlich gefährlich, ja, also er lebt jeden Tag, als wäre es sein letzter, er hängt nicht an der Vergangenheit, er kümmert sich nicht zu sehr um den Morgen. Und hier in dieser Karte, da ist natürlich die Symbolik sehr wichtig, ja, also als allererstes trägt er hier, er hat diese weiße Rose in der Hand, das ist ein Symbol für Unschuld. Dann das Muster auf seiner Kleidung erinnert an den kabbalistischen Lebensbaum, an die Sephirot. Und er hat eine Feder an seinem Hut hier oben, diese braune. Und diese Feder ist ein Zeichen für Sieg und Erfolg. Na, das ist das, was ich gesagt habe. Der Narr, das ist immer ein Glückspilz, der kommt immer damit durch. Es kann sein, das Haus bricht über ihn zusammen und sie holen ihn raus und er hat nicht einen Kratzer. Das ist so diese Energie des Narren.
Dann seine Kappe hier oben, das ist eigentlich ein Lorbeerkranz und der hat eine Verbindung zur letzten Karte der großen Arkana der Welt. Ich lege die hier eben mal ins Bild. Hier haben wir den Lorbeerkranz wieder. Das ist die letzte Karte der großen Arkana, die der Narr eben hier schon auf seinem Haupt trägt. Dann der Hund, der steht für sein Gewissen und für die Stimme der Vernunft. Und den Hund, den haben wir auch hier schon im mittelalterlichen Tarot, ja, der immer wieder versucht, den Narren zurückzuhalten. Ja, und er erwischt aber nur seine Hose und entblößt ihn so ein bisschen, aber er hält ihn nicht auf. Und das ist eben auch wieder ein Zeichen, dass der Narr oft die Stimme der Vernunft ignoriert. Bei Crowley haben wir hier eher diesen Tiger der Angst, der ihn immer wieder beißt. Und bei Crowley, da liegt der Fokus eher darauf, dass der Narr seinen Weg geht, ohne sich von seiner Angst zurückhalten zu lassen. Wie gesagt, der Hund, der steht aber eher für sein Gewissen und für die Stimme der Vernunft, die eben immer wieder mahnt, hier, geh nicht so weit vor an der Klippe, es ist gefährlich. Und er kümmert sich aber gar nicht darum, weil er diese Angst so eigentlich gar nicht hat. Und der Stab, den er hier hat oder den er auch hier schon trägt, der symbolisiert Erdung und Stabilität, hilft ihm aber nicht beim Sprung über die Klippe. Und in seinem Beutel hier oben, da trägt er seine weltlichen Belange, also auch sein emotionales Gepäck und sein Karma. Und von der Bedeutung ist die Karte eigentlich relativ gleich. Wir schauen auch gleich nochmal speziell auf Beruf und Liebe. Zunächst gehe ich aber noch hier auf die Karte von Crowley ein. Und Crowley, der ordnet die Karte dem hebräischen Buchstaben Aleph zu, dem ersten der drei Mutterbuchstaben Aleph, Mem und Shin. Und dieser Buchstabe steht für die kabbalistische Null, also die Quelle aller Dinge. Und die symbolisiert das Gleichgewicht des Universums, die anfängliche und endgültige Ausgleichung der Gegensätze. Also auch wieder Anfang und Ende, so wie eben hier diese Karte auch nicht nummeriert ist. Der Narr ist immer Anfang und Ende zugleich, dieser Nullpunkt. Und er hat hier ein Gewand, das ist grün. Also so die Farbe des Frühlings, des Neuanfangs, des neuen Wachstums. Und die zwei Hörner und der Kristall auf seinem Kopf symbolisieren Lebensfreude und Lernbereitschaft. Ja, der Narr ist immer jemand, der Freude hat am Lernen. Und Freude hat auch neue Dinge zu entdecken. Und diese vierschlaufige Spirale hier, die zeigt seinen Weg. Und hier ist natürlich noch viel mehr Symbolik enthalten, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Das ist so für die Grundbedeutung des Narren auch nicht unbedingt wichtig. Ich möchte jetzt eben noch mal in ein ganz modernes Tarot hineinschauen, das von Chris Ann. Wir haben hier den Narr auch noch mal in einer sehr modernen Darstellung, er ist weiblich dargestellt und sie lehnt sich zurück über die Klippe. Das heißt, der Narr, der hat eben auch so dieses Urvertrauen. Ja, der hat einfach so dieses Vertrauen, dass die Dinge immer gut gehen, dass ihm nichts passieren wird und lehnt sich hier einfach voll Vertrauen zurück über diese Klippe. Und das symbolisiert natürlich auch wieder Freiheit, Leichtigkeit. Dieses Tarot-Deck ist sehr stark inspiriert von Yoga. Und im Yoga ist das eben auch eine Haltung, die ein Loslassen symbolisiert. Ja, sie lehnt sich hier schon fast an diesen Stab an, der wie ein Ast aussieht, an dem sie sich festhält. Ja, also sie hält sich fest an dem, was sie erdet, öffnet ihr Herz, lässt sich so nach hinten sinken in diesem tiefen Vertrauen in das Leben, das der Narr eben auch hat. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal auf die Liebe schauen, was bedeutet der Narr in der Liebe? Der Narr ist natürlich ein Neuanfang, das heißt, er kann die Liebe auf den ersten Blick symbolisieren, steht aber auch für unreife Liebensleidenschaften, weil er ja, naja, so wenig ernst und so ein bisschen kindlich ist auch, ne? Die Liebe,
Der Narr, der sucht die Liebe, aber er hat nicht unbedingt den Wunsch, sich voll und ganz für diese Liebe zu engagieren, einfach weil sein Bedürfnis, eine gewisse Freiheit oder Unabhängigkeit zu bewahren, immer präsent ist. Das heißt, in der Liebe ist der Narr auch gerne so ein bisschen oberflächlich. Die Karte kann aber natürlich auch in Beziehungen für Neuanfänge stehen. Man muss es immer im Kontext interpretieren. Und der Narr, der sucht natürlich auch intensive Liebesmomente an ungewöhnlichen Orten, was einfach seinem Bedürfnis gerecht wird, auszubrechen. Und für ihn ist die Liebe oft mehr so ein leidenschaftliches Abschalten vom Alltag, auch wenn er jetzt nicht unbedingt so dieses Bedürfnis verspürt, sich festzubinden. Im Beruf bedeutet diese Karte, ja, sie steht für Neuanfänge und auch Veränderungen im Job oder möglicherweise auch einen kompletten Jobwechsel. Sie zeigt den Wunsch, den Job oder die Position zu wechseln. Sie kann eine Arbeit symbolisieren, die gewisse Freiheiten ermöglicht, ja, so dass man relativ flexibel ist in seinem Job. Sie steht für Lernbereitschaft und für Weiterbildung und sie zeigt auch, dass Herausforderungen, die schwierig erscheinen, sehr leicht gemeistert werden können. Denn der Narr an sich, der hat ja einfach so dieses Händchen, immer unbeschadet durch die Dinge zu kommen. Ja, der hat immer jemanden, der seine Hand schützend über ihn hält. Und gerade hier bei diesen beiden Darstellungen sieht man, dass der Narr darauf vertraut, dass jemand seine schützende Hand über ihn hält. Und ganz zum Schluss schauen wir uns noch die Farbzuordnungen an im System von Aura Soma. Und zwar sind dem Narren die B0 und die B22 zugeordnet. Also das Königsblau über Tiefmagenta und das Gelb über dem Pink. Diese Kombination Gelb über Pink wird manchmal auch so die Erleuchtung des Narren genannt, die Wiedergeburt des Narren. Ja, hier ist irgendwie wieder Anfang, der Nullpunkt. Und hier macht sich der Narr auf in die Reise durch die großen Arkana. Und deswegen taucht er hier wieder auf in der 22, ja, was auch so die Rebirther-Flasche genannt wird, die Wiedergeburt des Narren, die Erleuchtung des Narren. Ja, das, was er gelernt und erfahren hat während dieser Reise durch die großen Arkana. Ja, und wenn auch du diese Reise mit mir machen willst, dann abonniere meinen Kanal, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich hier neue Videos poste. Ich weiß noch nicht, in welcher Frequenz ich es schaffe. Und natürlich freut sich der Kanal auch immer über Unterstützung, denn das ist viel Arbeit. Aber ich möchte das gerne hier auf YouTube den Menschen zur Verfügung stellen, die gerne durch das Tarot wachsen wollen, die diese Lernbereitschaft haben des Narren, und freue mich auf diese Reise mit euch. Alles Liebe!